Mal ist der Ex-Partner, der Ex-Partner nett, mal abweisend. Was meistens immer damit zu tun hat, warum ihr auseinandergegangen seid, aber auch, ob eben eigene Konflikte bei der jeweiligen Person vorliegen. Vielleicht auch eine Bindungsangst, die sich immer mit einer Verlustangst abwechselt. Oder die eine Seite, die sagt, ich liebe diesen Menschen, und die andere Seite, die sagt, ich muss aber von diesem Menschen weg, weil er mir nicht gut tut, wenn du dich zum Beispiel toxisch verhalten hast. Oder wenn es zum Beispiel so ist, dass du geliebt wirst, aber vielleicht eine andere Person gerade mehr geliebt wird, weil jemand Neuen kennengelernt hat und so weiter. Alles das hat Einfluss darauf, was am Ende gilt. Wichtig, wenn du da Unterstützung brauchst, schreib mich unter 0162 679 4253 per WhatsApp an. Am besten so eine Audio von 3 bis 4 Minuten, wo du darauf eingehst, ihr habt euch kennengelernt, wie seid ihr auseinandergegangen, wie sieht die Kindheit von dir und deinem Gegenüber aus und die neuesten Chatverläufe, dass ich sehe, wo sind noch Kontaktmöglichkeiten, da kann ich dir nochmal viel besser weiterhelfen. Oder mach den Ex-Zurücktest aus der Videobeschreibung. Das Wichtigste ist jedoch, dass du immer abhängig von dieser tieferen Ursache richtig ins Handeln kommst. Was sehr oft vorkommt, das Gegenüber ist bindungsängstlich und gehst du mehr in die Distanz, wird automatisch die Bindungsangst beim Gegenüber gelockert und gelöst und die Verlustangst wird aktiv. Und wenn du dann diese Hin- und Her-Dynamiken hast, kann es schnell passieren, dass dein Gegenüber in der Bindungsangst eher auf Distanz geht, abweisend ist, wird die Verlustangst aktiv, sehr schnell in diesen Modus geht, wieder nett zu sein, wieder freundlicher zu sein, aus diesen Dynamiken heraus. Das ist ganz wichtig an deiner Stelle, wirklich niemals Bindungsängste triggern, den anderen immer eher im Verlustangstmomentum halten. Was auch heißt, deine Verlustängste aufzulösen, aber keine Angst, ihn zu verlassen oder sie zu verlassen, keine Angst, den anderen zu verlieren. Dass dein Unterbewusstsein speichert, okay, es passiert Verlust, mir geht es trotz Verlust gut. Es gibt also keinen Grund, eine Angst vor Verlust aufrechtzuerhalten, weil du dir eine gute Zeit machen kannst, ohne dein Gegenüber, dass er sie in das Momentum kommt, dich wirklich verlieren zu können. Wenn das wirklich immer in eurer Kommunikation durchsickert, ist es viel wahrscheinlicher, dass diese Verlustängste ausgelöst werden. Und das ist ein ganz wichtiges Kernelement in so einer Situation. Es kommt sehr häufig vor, wenn man diese ambivalenten Strukturen in sich trägt. Was wir auch sehr häufig haben, das Herz sagt ja, der Kopf sagt nein. Dann hast du auch immer so ein Hin und Her. Weil er sie dich vielleicht noch liebt, Gefühle hat, aber vom Kopf her klar ist, dass es zwischen euch beiden nicht richtig funktionieren würde, dass einfach Dinge fehlen, nicht richtig passen. An diesem Punkt ist es ganz wichtig, sehr viel zu reflektieren, was fehlt, was funktioniert nicht richtig, was passt nicht, was muss sich verändern und das aktiv in eine Veränderung zu bringen. Nicht über die Dinge reden, sondern die Dinge leben. Das ist ganz entscheidend. Also die Veränderung wirklich wahrnehmbar machen, dadurch, dass sie aktiv passiert. Wäre es so gewesen wie jetzt, wäre es nie zur Trennung gekommen. Das in die Interaktion, Kommunikation zwischen euch beiden einweben, kann dabei helfen, dass vielleicht nochmal eine Grundanziehung entstehen kann. Nächster ganz wichtiger Punkt, wie gehst du richtig mit so einer Situation um? Es ist ganz entscheidend, ruhig zu bleiben, gelassen zu bleiben. Wenn der andere auf einmal abweisend ist, triggert das ganz schnell in uns ein, ich bin nicht gut genug, es triggert ganz schnell Verlust, es triggert ganz schnell auch Einsamkeit, weil das Risiko da ist, dass wir alleine sein werden. Diese ganzen tieferen Ängste arbeiten auf einmal in uns, die machen uns anhänglich, sorgen dafür, dass wir genau in diesen Situationen umso mehr den anderen kämpfen, den anderen nicht verlieren wollen, damit wir diese Ängste nicht spüren müssen. Und da ist eins ganz wichtig, setz dich bewusst diesen Ängsten aus. Kompensier das Ganze nicht, indem du jetzt versuchst, den anderen noch mehr zu gefallen, hinterher zu rennen, alles richtig zu machen, sondern kompensiere es, indem du dich trotz dieser Ängste besser fühlst, in ihnen wirklich das aushältst, was da in dir arbeitet und lernst, dich in der Angst anzunehmen. Das heißt, die Emotionen, die du gerade fühlst, wirklich anzunehmen. Als kleine Übung, wenn diese Angst aktiv ist, akut in so einer Situation, was du sofort tun kannst, mal gucken, wo du sie am Körper spürst, Solarplexus, Unterbauch, wo auch immer, und dort ganz viel Liebe reingeben, die ganze Zeit. Dann wirst du merken, genau in diesem Moment lässt diese Angst nach und fährt runter. Das machst du immer wieder, wenn diese kalten Momente kommen, dass du dich eher auf dich konzentrierst, in den Rückzug gehst, statt ihm hinterher zu rennen oder irgendwas zu probieren oder ihr hinterher zu rennen. Den Fokus auf dich hast, wirklich diese Ängste beruhigst. Da mal wirklich auf meinem YouTube-Kanal anschauen, die Videos zum Thema innere Kindheilung, die werden dir da sehr, sehr weiterhelfen. Genau. Denn oft ist es so, dass wir aus diesen Ängsten heraus den anderen brauchen, um diese Ängste nicht mehr fühlen zu müssen. Wenn du Angst vor Einsamkeit hast, dann hast du jemanden, du bist nicht mehr einsam, du fühlst deine Angst vor Einsamkeit nicht. Wenn du Angst hast, jemanden zu verlieren, dann hast du ihn beide, du verlierst ihn nicht oder sie nicht, dann fühlst du diese Angst des Verlustes nicht mehr. Und dann ist es ganz wichtig, eben in diese Angst reinzugehen, sie mal zu fühlen und dann ganz viel Liebe reinzugeben.
du bist jetzt nicht mehr einsam, weil du für dich da bist. So, Einsamkeitsgefühle haben wir nur, weil wir uns beim Alleinesein nicht gut fühlen. Lerne also, dich im Alleinesein gut zu fühlen. Dasselbe auch mit Verlust, Angst und so weiter. Wenn du das machst, wirst du merken, du beruhigst dich, es geht dir besser, ganz egal, ob er nett ist oder dich abweist oder sonst irgendetwas oder sie. Und genau das brauchen wir, dass wir diesen Effekt uns antrainieren. Ebenso wichtiger Punkt, diese Heiß-Kalt-Momente hast du ganz oft bei Menschen, die selbst irgendwo eine Ambivalenz in sich tragen oder vielleicht auch manipulativ sind. Hinterfrage ganz genau, was das ist, was das bedeutet, wo das herkommt. Sind das vielleicht Red Flags neben anderen Red Flags, die da sind, die darauf hindeuten, dass du es mit einem toxischen Menschen zu tun hast? Vielleicht mit einem starken Bindungsängstler, jemandem mit narzisstischen Zügen oder ähnliches. Das ist ganz wichtig, weil dann kannst du dein Gegenüber besser einschätzen, dich auch besser schützen, dein Herz schützen, dass es nicht weiter verletzt wird. Jetzt möchte ich dir etwas mitgeben, das mag jetzt auf den ersten Blick erstmal komisch klingen, aber in vielen meinen Coachings unfassbar viel bewirkt. Ich lade dich auch dazu ein, dass du es mit anderen Menschen mal direkt einfach austestest. Jetzt gleich, wenn du die Möglichkeit hast, du wirst merken, es verändert sich die Kommunikation zwischen euch beiden. Oft hast du dieses Heiß-Kalt auch, weil Kommunikationsprobleme vorliegen. Einfach so Mauern aufgebaut wurden durch die gesamte Trennungssituation, was auch erstmal komplett normal ist. Und was ich dann immer vorschlage, ist, dass du dir vorstellst, dass hier, wo dein Herzbereich ist, du aus dem oberen Bereich, einfach eine Schnur rausläuft und direkt mit deinem Gegenüber verbunden ist. Und immer, wenn ihr kommuniziert, läuft alles über diese Verbindung ab. Die ganze Zeit. Du achtest nur auf diese Verbindung, die ganze Zeit. Und du wirst merken, dass sich die Kommunikation zwischen euch beiden massivst verändert. Viele sagen, es wird ruhiger, sie lachen mehr, sie sind empathischer, die Gespräche dauern viel, 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 viel länger, man verbringt mehr Zeit miteinander, man hat mehr Spaß zusammen, man hört dem anderen auch viel, viel besser zu. Also man geht raus aus diesem Ego, was die Kommunikation erschwert, mehr rein in eine Herzkommunikation, so nenne ich es mal. Teste es aus, dann wirst du sehen, dass sich etwas verändert in der Kommunikation. So ein ganz wichtiges Tool, gerade bei euch beiden, weil es kann auch wirklich eine Kommunikationsthematik sein, die zu diesem Heiß-Kalt bei dir und ihm führt. Wichtig, wenn du extra Hilfe brauchst, schreib mich per WhatsApp unter 0162 679 4253 an. Die Nummer ist auch unten in der Beschreibung reingepackt. Beschreib mir so in 4 bis 5 Minuten, wie hat sich eure Beziehung zugetragen, was sich passiert. Geh auf die Kindheit von euch beiden an für Beziehungsdynamiken. Schick mir Chatverläufe im besten Fall zu, dass ich einsehen kann oder beschreib einfach, was ihr geschrieben habt, dass ich so ein bisschen einsehen kann, welche Kommunikationsmöglichkeiten existieren jetzt gerade noch, wo kann man nochmal andocken, nochmal ansetzen und dann kann ich dir nochmal wertvolle Impulse mitgeben. Genau. Ansonsten ist ganz wichtig, in so einer Situation dich nicht triggern zu lassen, die Trigger kennen auf deiner Seite. Wo wirst du getriggert und warum? Er geht auf Abstand, du spürst eine starke Verlustangst. Sie geht auf Abstand, du merkst, ich fühle mich gerade nicht gut genug. Vor allem, wie handelst du? Jedes Kind entwickelt in unterschiedliche Überlebensstrategien, wenn bestimmte Trigger passiert. Wie handelst du intuitiv? Gehst du in den Rückzug? Rennst du hinterher? Suchst du Streit? Wie möchtest du diesen Konflikt lösen, diesen inneren Konflikt? Und schaffe hier neue Verhaltensmuster, die eher produktiv sind für eine Rückeroberung als kontraproduktiv sind. Zum Beispiel nicht Streits auslösen und so weiter. Weil das macht die Situation meistens schwieriger. Und geh erstmal Stück für Stück auf dieser Grundlage in diesem gesamten Prozess vor. Genau, ansonsten nutze die Kommentarfunktion, wenn du Fragen hast. Lass mir gerne ein Abo da, ein Like da. Schau dir auch dieses Video an. Das kann dir auch nochmal helfen. Hier ist nochmal der Ex-Zurück-Test und bis zum nächsten Video.